da ist irgendwo ein Schrein. Also nehmen wir mal den. Welche Richtung? Da. Gut. Hallo Gegner. Kein Interesse. Oh weh. Oh weh. Okay, sollte mich eines dieser Dinge treffen, dann werde sie mir fürs Gebet aktivieren. Hundertprozentig. Welche Richtung muss ich eigentlich da auf? Oh, das könnte auch sein. Feuerpfeil. Ist groß genug. Ja, ja, ich sehe schon, das ist der Schrein. Muss noch. Jetzt haben wir mal Weg, wie das ist. Vielleicht, wenn ich einfach hinkehe. Die Gegner nerven, aber. Du störst. Eisstab, nett. Es wird klären, aber nur in einer sehr, sehr geringen Rate. So ist schneller. Ah, feuert ist halt. Obwohl, da kommt man noch an Rede. Was? Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich habe mal gesehen, dass das funktioniert. Also, ein Holzbündel. Daher. Anzünden. Dann haben wir Lagerfeuer. Ja, okay, funktioniert auch. Und willkommen beim Kuitaka-Schrein. Ja, den mache ich und dann warp ich mich zurück. Ich glaube, das ist ein Plan. Ah, dann mal. Okay, schmelzendes Eis. Schauen wir uns mal das an. Ich schaue mal, dass das Feuergroßschwert weniger jetzt gerade verwendet. Nur für den Fall. Reiche mir Eis da und ich zeig dir den Weg. Okay. Ich reiche Eis. Okay, es wird nicht kleiner. Aber da ist viel, viel, viel Feuer um mich. Okay, wird getestet. Wie schnell schmilzt es? Null. Na, das dürfen wir als Null bezeichnen. Und wie kommen wir da vorbei? Ist noch interessanter. Ich glaube, ich muss einmal da Standardweg gehen. Okay. Oder war es logisch? So, jetzt wird schwierig. Weil das sind drei Dinger. Und ich kann es nicht aufheben. Kann ich schieben? Na? Kann ich. Na? Stasis. Das geht. Was wäre wenn? Aha. Ärgert. Eins, zwei, drei. Drei reicht. Schauen wir mal, was passiert. Ja, es lebt noch. Kann ich mit dem Ding springen oder nicht? Ja, okay. Ich probiere es. Schnell weiter. Da will ich auch rein. Oh! Kann ich von hinten rein? Hm, okay, gehen wir. Oh no! Oh no! Oh no! Ich verstehe, was zu tun ist. Aber es stört mich unheimlich, was zu tun ist.
Wisst ihr sie auch schon? Ich hoffe schon. Obwohl. Obwohl. Oh. Ich habe gerade eine zweite Idee gekriegt. Meine erste Idee war, nimm den Block, stell dich drauf, nimm die Schatztruhe, als Paletti. Jetzt die zweite Idee, nimm den Block und mach das gleiche. Wenn er rauskommt. Selbstverständlich. Ist ja ein bisschen zu hoch. Ja, ein bisschen, gell. Bisschen ums Eizei zu hoch. Muss echt mit einem anderen Block machen. Aber dann mache ich das offscreen. Weil das ist ein bisschen nervig. Müsste den ganzen Weg nochmal gehen. Oh, na. Da habe ich leider im Moment keine Lust. Okay, zuerst einmal versenken nochmal für mich, dass ich da sicher rüberkomme. Und dann schauen wir mal. Ja, siehst, das kenne ich noch vom Varudania. Ist gut gegangen. Okay, jetzt wird es schwieriger. Jetzt können wir mit der Standard-Taktik das nicht mehr machen. Könnte es von vorne machen. Oh, Moment. Mir kommt gerade noch eine andere Idee. Komm her. Schieb zurück. Na, ich kann die Schatztruhe nicht schieben. Schade. Ja, manche lassen sie doch schieben, manche Schatztruhen. Oh, ich krieg gerade eine Idee, aber es ist schwierig durchführbar. Wirklich schwierig. Na, Fitchbad. Okay. Der Turm ist. Achso, das ist nur. Das Ding. Okay. Das ist jetzt echt schwierig. Nein, ich kann's nicht gescheit schießen, das ist das Problem. Gibt's irgendein Objekt, das mir noch helfen kann? Kann ich draufklettern? Kann ich durchlaufen? Okay. Versuche. Alles gehört ausprobiert. Ah, und da ist. Da ist ein Checkpoint zwar. Mehr oder weniger. Oh, Moment. Aber ich konnte dies nicht überbringen. Weil wenn ich das runterbringe, dann habe ich ein Problem. Aber ich kann ohne Probleme das runterbringen. Und das bringt mir was? Jetzt stehe ich da. Und ja, das war's. Ja, problematisch. Wirklich problematisch. Also ich bin gerade nicht gerade von Ideen beflügelt, sagen wir so. Die beste Idee, was man kennen, ist sie. Die nicht so tolle Idee. Komm ich da rundherum? Aha. Okay.
Interessant. Risiko? Oh, das ist sehr risikoreich. Schaut, dass ich diesen nicht einfach Magnesis machen kann. Das würde mir mein Leben so viel einfacher machen. Ja, das ist eindeutig. Ja, okay. Ich laufe mal drunter. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja was. Tja, anscheinend nicht. Problem. Und das wäre dann schon zu. Muss ich wirklich Stasis? Bombe? Stasis Bombe. Magnesis Kryo. Kryo. Ich schau nochmal. Proforma. Könnte er sein. Okay. Foto? Mach mal ein Foto vom Block und dann merkt ich schon. Ich muss ihn wahrscheinlich nur daher bringen. Dann öffnet sie die Türe von allein. Oder? Okay, wisst ihr was? Mal jetzt dann. Sagen wir mal crazy, ha? Huh? Was hältst du davon? Ups, falsch. Okay. Gescheit kontrollieren. Dass ich mich nicht selber verbrenne. Gut. Ich bin nochmal crazy. Das hat funktioniert. Einfach durchwerfen. Schon, oder? Ups. Ups. Ja, der Block lebt noch. Er ist kleiner geworden, aber durchwerfen hat funktioniert. Ha! Es hat funktioniert. Okay, verstehe ich überhaupt nicht warum und weshalb, aber. Hey, wenn es funktioniert, ist okay. Ist okay. Geschafft ist geschafft. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab mir einfach daher gewappt. Per Magic, ihr wisst schon. Wo ist die Königin? Billa? Rishu ist im Obergeschoss. Dass sie sich da in den Schlaf gemacht lässt. Frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Okay. Ja gut, sie ist ein kleines Kind, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es ist 7 in der Früh. Schauen wir mal. Aber sie ist wach, witzig. Herr Rishu. Wie geht's? Ich hab dich schon erwartet. Du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerode spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich. Aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Dann kamst du zu uns. Die große Urbose muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Aber wie sehe ich aus? Not sure, aber etwas sagt mir dies. Erinnerung? Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet.
Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Wow. Ja, ich bin überwältigt. Coole Shenanigans. Okay, Obosa, coole Frau. Voll geil. Was aber dir steht? Ich weiß nicht. Perfekt. Ich darf eine Königin nicht beleidigen. Wirklich? Vielleicht doch ein bisschen groß. Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vanaboris an eine andere Stelle bewegt. Echt? Oh, das ist schlecht. Als Königin, als Gerudo muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Klar! Ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Geh schon mal vor, wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Aha, nur auf Sandroben? Aha. Patricia, netter Name. Aber er ist schon etwas groß. Ja, ein bisschen. Der Helm, natürlich der Helm. Nicht die Sandrobe oder so. Oder sonst irgendwas. Da oben war ja. Was ist das da unten? Ui. Hallo. Kennedy? Savota. Besuch? Au. Oh. Das ist das Gemach der Sandrobe. Hm. Verstehe. Okay. Wetten, dass die Sandrobe dann da herum. Na geil. Okay, zahl mir. Wie kommen wir da wieder zurück? Ah, das ist also der linke Seiteneingang. Verstehe ich ja. Ja, okay. Na, dann. Schauen wir mal. Achso, da war ich schon. Ups. Ich glaube, ich bin noch nicht da rumgegangen. Ja, nicht, gell? Oh, was ist da? Ma, ich hab was gehört. Ah, hi. Hi, Risa. Warum schaust du zu der Puppe? Ist das dein Wohl, ey?
Aha. Mächtig, könnt ihr fast verstehen. Ja, hi. die Tür war offen. Tür? Bin mir nicht sicher. ja. Na, ist schon okay. Ja, die Tür war offen. Beziehungsweise Tür. Puh, wer braucht Türen? Obwohl, da ist eine Tür. Passwort? Erb? Oh. Aha. Passwort. Ist das? Da muss ich rein. Das war gerade eine Nebenquest. Also muss ich da definitiv rein. Zu irgendeinem Zeitpunkt. Ist das? Die habe ich gesucht. Ich kann beten und ich werde beten, weil ich ja bitte aussah. Weil damit habe ich dann einen vollständigen Ausdauerkreis, einen weiteren. Das ist Findi verdammt heiß. Perfekt. Okay. Dann lasse ich ab jetzt euch entscheiden, dann mal mehr Herzen oder mehr Ausdauer in Zukunft. Weil Herzen sind jetzt nicht schlecht, aber Ausdauer ist auch nicht schlecht. Mal schauen mal. Hi, Muawa. Aber sie weiß, was ich bin. Aha. Klar, ja. Da nebenbei die Statue Göttin, weißt du? Klar, was mit der guten alten Zeit? Jetzt bin ich zwar eine alte Frau, aber in meiner Jugend war ich eine Schönheit ohnegleichen. Alle Woi lagen mir zu Füßen, weißt du? Doch ich hing einem jugendlichen Schirngespinst nach. Oh, der Liebesteich, den habe ich schon gefunden. Und da hat sogar Gerudo-Dame einen Woi gefunden. Also, ja. Okay, wiederschön. Okay. Bin weg. Weit, weit weg. Oh, das ist das Sandrobbengeschäft. Eine Fahrt nur 20 Rubinen. Nein, danke. Gehen wir zu es. Oder? Wie wäre das? Na, ist schon sticke. Und ich hab die Rubine. Was? Fahrt. Ich habe ein Schild. Ja, ich robbe. So muss ich sagen. War angesagt. Okay. Na gut, meine liebe Sandrobbe. Wahrscheinlich ist der Gleiter drüben. Was ist das da eigentlich? Ah, ist das ein Wettrennen-Ding? Okay. Wahrscheinlich ist er das, oder? Schaut so außenpostig aus. Und ja. Ah, das muss das sein. Oh. Ich bin außerhalb von Gerudo-Stadt. Oder? Ja, ich darf mich umziehen. Okay. Na dann, optimal. Natürlich mit dem. Und ja, schauen wir mal. Zuerst einmal außen rum herumschauen. Nichts, okay. Dann schauen wir mal hin.